Moin, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück. Heute gehen wir direkt durch die Höhle des Löwen zum Champ der Liga. Der ganzen Welt. Boogie Boy hat Blitz gelernt. Ich habe mich hier schon mal ein bisschen umgeguckt, ich habe aber nicht alles aufsammeln können. Weil ich trainiert habe. Ja. Und ich denke, wir gehen nochmal direkt zum Champ einfach durch, weil was soll der Lachs? Ich glaube, wir können super Schutz einsetzen. Achso, wirkt noch immer. Natürlich wirkt es noch immer. Super Schutz, yeah. Wie wär's damit? Hauen wir dich kaputt? Das wäre doch super schön. Ash, ich meine Rot. Wir wollen deine Farbe ändern wie in Rot. In Rot, Rot, Rot. So sollst du aussehen, yeah. Einfach rot und tot, tot. Bam, 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 bam. So, Rot. Es gibt noch spannende Fakten zu den Wasserfällen davor. Hier links, da kann man in dem Wasserfall nicht sein. Hier gibt es übrigens in dem Raum Celebi. Ich komme darauf, weil... Naja. Nee, Zapfkopf nicht. Übrigens, Zapfkopf. Von dem Karatemeister hat man ein Tanzergeschenk gekriegt. Ich habe daraus natürlich ein Postaker gemacht. Ich werde sagen, ich würde Zack an erster Stelle oder doch Asphalter. Wir machen Asphalter mal an erster Stelle. Denn in dem Wasserfall links, da kommt man nicht ran. Und da dachte ich, da ist Celebi sowas von versteckt und so. Aber jetzt kämpfen wir erstmal gegen Rot. Randomize Rot, 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 Rot. Leo. Ja, Sonnenkern! Sein höchstes Level-Pokémon ist das schwächste Pokémon im ganzen Spiel, natürlich! Sonnenkern! Feuersturm! Relaxo? Nein, der hat ja auch einen echten Relaxo? Krass! Wieso Relaxo? Kann mir das jemand sagen? Ich hoffe, es verbrennt, das wäre ziemlich cool. Ja! Spüre das, Relaxo! Was willst du machen, hä? Scheiße, warum relaxst du? Jetzt bin ich echt mal ein bisschen überfragt. Wieso setze ich Feuersturm nochmal ein? Es brennt doch schon. Doch, brennt bei ihm. Walzer. Nein. Du Ehrenloser. Shit. Psystrahl. Vielleicht verwirrt es. Scheiße, noch ein Walzer und Asphalter ist tot. Scheiße. Ich habe ihn gestärkt auch noch. Oh shit. Oh shit. Mit was kann ich ihn denn jetzt noch richtig schnell töten? Scheiße, Zapfkopf, wie wär's mit dir? Aber nein, das wird auch nicht reichen. Geduld. Komm, ein Walzer. Ein Wiener Walzer und... Ja, komm schon. Jetzt wird's noch stärker, aber eigentlich müsste Geduld jetzt reinhauen, oder? Scheißegal, selbst... Jawoll! Ich wünschte, ich hätte ihm Explosion beigebracht, dann... Ja, Entei, natürlich, das ist das Entei, ey. Stachler! Feuersturm. Hat er unendlich AP hier in dem Spiel? Wenn nein, wäre das eine gute Idee, ihn zu vernichten. Wie wär's mit dir, Hirni? Du bist ja quasi dafür bereit, Surfer! Oh nein, ey, Angeberei, ey. Scheiße. Surfer. Oh, geboosteten Angriffswert und Kreideschrei. Gute Kombo eigentlich. Aber dieses Entei wird ja wohl richtig tanken, ey. Sag ich doch.
Surfer! Boah, ich stampf mich in Grund und Boden. Oh mein Gott, es zieht so viel ab und ich bin verwirrt. Oh, krass. Jai, ich habe übrigens eine Flinklaue gefunden und sie Boogie Boy gegeben. Ja, genau das habe ich getan. Und ich wünsche mir, dass sie jetzt wirken würde. Steinhagel! Oh, Feuersturm, das für ein Arschloch. Nochmal schön im Abgang. Einmal reinbrezeln, ey. Krass! Ente, das ist doch echt nicht gut. Ich hoffe, der trifft. Jawohl! Oh mein Gott, das müsste tot sein. Bitte, bitte tot. Bitte, bitte tot, Ente-I. Sei tot, sei tot. Jawohl! 3580 Erfahrungspunkte. Sonnenkern. Nicht mit mir, Freundchen. Ich bin da vorbereitet. Ihr habt euch bestimmt gewundert, dass Asphalter eine wunderschöne Attacke kann. Stecher, das könnte dein... tatsächlich dein Part sein. Gigasauger. Wow. Es kann Feuersturm. Das kann man ja im Ducatia City Kaufhaus. Konnte ich das kaufen? Ich glaube, ich verliere mehr KP, als ich abziehe tatsächlich. Sonnentag. Der Sonne, die Sonne scheint, die Sterne glitzern. Bevor ich dich töte, ist die Sonne vorbei. Er kann nur so Saugattacken. Megasauger, Gigasauger lernen. Was so ein Flora allerdings nicht kann. Dementsprechend ist es nicht so schlecht, einen Sonnenkern vorher zu trainieren, bevor man das entwickelt. So Gigasauger auf Sonnenflora ist doch schon gar nicht mehr so scheiße. Boah, scheiße. Komm, Stecher. Steckst du doch in der Tasche. Jawohl, hätte ich nicht gedacht, dass der im letzten Kampf noch jemanden tötet. Nein! Der soll mal aufhören mit dem Scheiß. Synthese? Du Synthese, ey, das ist eine Sünde, ist diese Attacke. Komm schon, Sonnenlicht schwindet. Ich bin schneller als Sonnenkern auf Level 81. Mit einem Steher, mit einem Bibor. Mach doch Sonnentag, wenn du ein Wasser-Pokémon hast, umso besser für mich. Du kleiner Spacken. Wie unfair. Stecher hätte gewonnen und zwar locker. Oh, wirklich? Gefällt mir gar nicht. Ehrlich, diese Schummlerei, Alter. Gigasauger. Dürftest du jetzt eigentlich nicht mehr einsetzen können gleich? Stecher, wer hätte es gedacht, dass du nützlich sein kannst? Windstoß. Vom Winde verweht diese Sonne mit Kern. Dieses Drecksvieh. Dieses Drecksvieh. Dieses abartige Drecksvieh. Heftig. Kann es nicht mal einen Volltreffer landen? Stecher, Alter. Komm schon. Oh. Ich hasse dich. Wie oft kann man Synthese einsetzen eigentlich? Sonnenlicht schwindet. Ja gut, ich habe auf jeden Fall mehr als genug Windstöße übrig. Rein theoretisch. Jetzt kommt er mit Megasauger. Uiuiui, so viel Schaden kann er nämlich nicht mehr machen. Den kann er noch Absorber oder was? Sonnentag, Synthese, Megasauger, Gigasauger. Du bist so ein Scheiß Pokémon, heftig. Ach ja, die Sonne scheint nicht mehr. Was willst du eigentlich? Synthesier dich doch. Ich habe genug Windstoß für dich übrig. Krass. Nur durch dieses beschissene Sonnenkern dauert dieser Part locker noch voll lange, ey. Deine synthetische Scheiße kann meinem Stecher nichts anhaben. Sonnenkern, du bist das schwächste Pokémon im Spiel. Selbst Stecher ist dir da ein bisschen voraus. Das muss man sich mal reinziehen. Wir haben halb so viel Level. Und warum kriegt dieser Spasten Volltreffer? Echt
krass. Guck mal, was für Augenringe Sonnenkern schon hat. Niemals! Niemals lässt sie sich besiegen! Du bist so ein Spast! Komm, das ist nicht fair! Ich werde so wie du sein! Ist mir scheißegal, was du davon hältst! Ich werde wenigstens nur... Wo bist du, Stecher? So, hier! Das kann ich auch! So! Das ist aber... Das finde ich scheiße! Jetzt mal ohne Witz, ey! Das fand ich jetzt mega kacke, echt! Schon mehrfach was besiegt und... Er will einfach, dass Stecher verliert, der Penner, ey. Sonnentag ist heute, aber mein Windstoß zeigt dir kurz mal, wer der Boss ist. So, jetzt reicht's aber, ey. Komm schon, jetzt reicht's. Diese paar KP, Mann. Stirb bitte einfach, stirb bitte einfach. Bevor du Synthese einsetzt. Sehr schön, super Stecher. Weiß, ich habe gesagt, in Kämpfen nicht. Das ist für mich jetzt die Ausnahme, weil er zweimal Top-Genesung eingesetzt hat. Ich, ohne Witz. Oh mein Gott, die Sonne scheint, oder? Das heißt, selbst da hast du vielleicht eine Chance. Versuchen wir es mit... Ich hätte Finale einsetzen sollen. Aber selbst dann. Ne, Leute, selbst dann. Okay, Boogie Boy ist noch da und zack, ist noch am Leben. Donnerschock! Oh mein Gott, es ist vorbei, oder? Kreideschrei, oh mein Gott, es ist sowas von vorbei. Donnerschock, paralysier es! Schlitzer, das wird reinhauen, aber heftig. Ei, tot. Es war ein Volltreffer natürlich auch, ne? Ich meine, Schlitzer hat eine hohe Volltrefferquote, aber das ist jetzt vorbei. Scheiße. Es war schön, liebe Freunde, solange es gedauert hat. Aber diesen Kampf... habe ich verloren. Gegen seine letzten... beiden... Pokémon. Ich wüsste zu gern, was das letzte Pokémon ist. Aber, liebe Freunde, die Regeln besagen, ich habe verloren. Demnach sage ich, ich habe verloren. Es war mir eine Ehre. Es war mir eine Ehre, diese Nuzlocke geführt zu haben. Und schade, dass wir es nicht geschafft haben, aber Rot ist halt vom Level her auch eine Klasse für sich. Da hätte ich jetzt noch viel mehr trainieren müssen. Oder ein bisschen mehr Glück haben müssen, wer weiß das schon. Und ja. Ich hoffe, ihr schaltet irgendein anderes Video wieder ein und die nächste Challenge wartet schon. Die Nuzlocke Challenge für die Smaragd Edition könnte kommen. Ja. Das könnte sein. Denn das habe ich schon drauf. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Lasst mir doch gerne einen Daumen da oder ein Abo. Stört mich beides nicht. Oder ein Kommentar, ist gut für den Algorithmus, habe ich gehört. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.